YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den NS19 auf der Hofberg mal zusammen mit dem McManus und dem Steini. Hallo. Hallo. So, es geht weiter, meine lieben Freunde. Boah, brauchst du da gerade den Anhänger? Ach ja, du wolltest. Ach ja, ja. Nee, brauche ich eigentlich theoretisch nicht. Ach so, ich dachte, du holst Getreideschrot damit. Ja, das sind ja Big Packs. Ah, okay. Dann würde ich nämlich eben nochmal den Rübenernter abtanken gehen. Ja, nimm. Ich muss mal gucken, ob ich das hier ordentlich aufgeladen kriege mit dem. Theoretisch müsste das ja gehen. Ich muss mal gucken, ob ich es hoch genug kriege. Weil hier oben steht nämlich auch ein Gabelstapler. Hä? Aber ich weiß nicht, ob der reicht. Also, ich glaube, hier von dem Feld kriegen wir eine ganze Menge Rüben runter, Alter. Naja, die Rüben, das ist, ja, das wird auf jeden Fall übel. Ah, gut, war mir klar. Das wird nicht reichen. Ja. Wie war dein Tag, Tino? Ja, scheiße Überstunden wieder gemacht. Oh. Normalerweise 12:30 Feierabend und bin 3:30 gegangen. Oh. Ja. Hab mir auch so gedacht, dass oh. Ja, so unerhofftes länger machen ist immer scheiße, Alter. Definitiv. Ah ja, okay. So, da müssen wir jetzt mal gucken. Das Beste wäre, wenn wir uns jetzt für den Frontlader diese Gabel, die haben wir nicht drauf. Doch, die haben wir drauf. Genau. Das Sackhebewerkzeug. Das am Hof ist nicht für den Frontlader. Ich weiß. Das ist für den Teleskoplader. Oder? Das war meine Frage. Ach so, das war eine Frage. Ich dachte, das ist eine Aussage. Nee, das ist für den Teleskoplader. Steini. Okay. Ja, müssen wir noch eins vom Frontlader holen. Ich glaube mal den Traktor, weil ich hier den Dings brauche. Die Aufnahme. So. Ja. Und der schöne 50 fährt. Steini, was machst du eigentlich Schönes? Ich bin am Ernten von Feld 1. Ah ja. Mit dem schönen Drescher hier. Welchen Drescher? Ach so, mit ja, ja, New Holland. Ach ja. Also ich bin mir nicht mehr. Bevor ich jetzt was Falsches mache, probiere es lieber aus. Oh nee, das geht. Nee, das ist für ein Frontlader. Das ist für ein Frontlader. Da habe ich mich geirrt. Mal kurz überlegen. Da steht der Anhänger. Gut. Hatten wir eigentlich noch einen Anhänger, den wir auf eine Plattform umrüsten können? Ja. War einer, ja. Ja, der steht bei mir oben und ist gefüllt mit Getreide. Brauchst du den? Eigentlich schon, aber wenn du mir einen anderen bringst, kannst du den mitnehmen. Ich überlege gerade, ob wir überhaupt noch einen haben, aber Anhänger wird auch so ein Ding sein, was wir wahrscheinlich mal kaufen müssen. Ja, den Drehschimmel, den Agroliner, die zwei. Den HW80. Den ja. Agroliner ist ein ULW, aber den kann man ja auch nehmen. Das geht auch. Dann bring ich dir den Agroliner hoch. Dann bring ich dir den Agroliner hoch. Dann tanke ich jetzt hier noch kurz ab, dann kannst du das schon wieder runternehmen. Was hast denn du oben drin auf dem Feld? Gerste. Muss ich mal schauen, ob wir gleich noch ein bisschen was für Getreideschrot mit hochnehmen. Würde ich tun, weil ich glaube, wir brauchen da eine Menge von. Getreideschrot, ja. So. Sehr schön. Steini, was hat der Tag so gebracht heute? Ja,
anständige Zeit für Feierabend. Oh, Träumchen. Ja, ich war um 3 Uhr zu Hause. Ja, sonst das passt. Wird das 7 Uhr oder so. Das passt auf jeden Fall. Ist voll in Ordnung. So, muss man den Kollegen mal kurz hier umhängen. Der ist echt süß, der Strautmann. Ich glaube, ich fahre hier im Kreis. Hier ist heute bergauf, hier das ist scheiße. So. Perfekt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, Samstag halt, ne? Was steht heute bei dir an für Sie zum Samstag? Wir fahren morgen zum Trödelmarkt. Echt? Ja. Zum Kindertrödelmarkt. Die Kinder haben da, oder meine Frau hat da für die Kinder so einen kleinen Platz gemacht, verkaufen so, haben ein bisschen Spielzeug zusammengesucht, was sie nicht mehr brauchen. Ja. Und das verkaufen sie da ja. Ah, okay. Freuen die sich auch drauf, haben die irgendwie Bock drauf. Warum nicht, ne? Weil du musst auch mal gucken, was eigentlich so als Spielzeug so über die Jahre sich so zusammen kommt, Alter. Da denkst du ja auch, Alter. Ja, krass. Da kommt auf jeden Fall was zusammen. Ja. Das ist Fakt, ja. Meine Frau gefragt, wie sieht das aus mit Lego? Da ging der Kleine direkt steil. Lego bleibt. Ah, da konnte ich mich auch immer nur schweren Herzens von dran. Ja, aber ich muss aber auch dazu sagen, er spielt sehr gerne mit Lego. Ne? Wenn er spielt, ist es ja okay, da muss man es nicht weggeben. Also, das tut er schon. Also, der baut da Schiffe, Raumschiffe und keine Ahnung was. Er hat auch hier von Lego City hat er ziemlich viel bekommen. Zu Geburtstag, Weihnachten, so eine Feuerwehr und sowas. Damit spielt er wohl, ja. Da kann er sich auch stundenlang mit beschäftigen. Das ist, finde ich, ganz gut. Schön eigentlich. Das ist gut. Sehr gut sogar. Dann ist ja der Sinn vom Spielzeug erfüllt. Genau. Ja. So, ich düse jetzt mal zur Kornmühle. Lade fix das ab, was Steini geerntet hat. Und dann müssen wir den Anhänger umrüsten und müssen das Getreideschrot holen, dass unten die Produktion anläuft. Dass wir da endlich Schweinefutter herstellen. Ja. Und dann rollt der Rubel. Dann können wir uns die Gewächshäuser kaufen. Und das wäre nice. Können die in Betrieb nehmen und ja, Rambazamba, ne? Was meint ihr zum Versionsumstieg dann? Ja, würde ich machen. Dann heißt es einfach neu anfangen. Ja, oder wir müssen halt zumindest das Geld mitnehmen. Ja, wir nehmen uns das Geld mit und die Maschinen. Dass wir halt gucken, wie viel wir erwirtschaftet haben bis dahin. Und dass wir zumindest die Kohle mitnehmen. Ja, alles verkaufen, was wir haben, an Früchten und dann so wechseln. Ja, kann man ja auch ausrechnen, davon mal abgesehen. Sollten wir auch ausgerechnet bekommen, ja. Wann ist die Version schon draußen? Aktuell noch nicht. Sollte aber heute kommen. Also freitags. Ich bin gespannt. Ich auch. So, sehr schön. Gewächshäuser, sowas mache ich ja gerne. Ne? Das habe ich schon damals mit 17, also richtig gerne gemacht. So ein frisches Schumarsch und so, da kann ich mich Stunden drin aufhalten. Ey. Dann kauf dir doch einen Garten und bau ein Gewächshaus drauf. Ja. Zu Real Life mäßig. Ja, hör bloß auf, ey. Warum? Ja. Warum geht schon steil, Alter? Warum? Die hat sich mehr darüber gefreut, dass ich die Prüfung da bestanden habe, als jeder andere, ey. Warum? Ja, jetzt kann sie ja. Wegen Haus. Ja, eine Planung geben für den Hausbau, Alter. Das kann ich mir halt beim besten Willen nicht vorstellen, ne? Ey, ich auch nicht. Ich bin auch ganz ehrlich, ich will es nicht. Ich sag es dir, ich will es nicht. Aber. Ihr großer Traum, ein eigenes Haus zu haben.
Ja, es ist schon schön. Ich glaube, also ja. ich glaub das schon, dass sie das, dass sie da so. Ich glaube, mit den Kids und alles. Ja, sie will auch einen eigenen Garten, das hat sie schon immer gesagt und bla, aber es wird zwei Möglichkeiten geben. Die Jugend wird daran total zerbrechen. Ja. Oder ich werde daran zerbrechen. Ja. Was anderes kann da nicht passieren. Schön. Die Begeisterung lässt zu wünschen übrig. Also gehen wir jetzt einfach daran, davon aus, dass du dran zerbrichst. Auf, genau, ja. Eieiei, das sind aber keine guten Voraussetzungen. Ja. Ja, mir wirkt so, als wäre das für dich alles zu viel, ne? Das ist für mich zu viel. Ich kann, mit Stress kann ich nicht umgehen, bin ich ganz ehrlich. Ja, so Standardstress, was du auf der Arbeit hast, aber das ist ein anderer Stress. Das ist einfach ein anderer Stress. Das ist richtig. Den Stress, ja. Den kann ich nicht, das kann ich wirklich nicht. Da werde ich bekloppt bei. Das weiß sie auch. Aber da, wenn ich ihr das erzähle, ich sag ihr das ja auch. Ist ja nicht so, dass ich sage, ja, ja, machen wir und ich sitze hier und ich sag ihr das. Du schaffst das schon. Oh ja. Redet sie dir gut zu? Ja, ja. Ist auch was, ne? Ich würde jetzt zumindest sagen, du schaffst das nicht. Ja, nee, Spaß. Ja, ist halt schwierig. Theoretisch müssen schon beide wollen, ansonsten macht es halt wenig Sinn, ne? Eigentlich schon, ja. Und der eine unbedingt will und der andere unbedingt nicht will, aber es ist halt schwierig, wir müssen den Kompromiss finden. Kaufen. Ach so, du würdest gerne was kaufen. Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich habe selber keinen Bock hier auf diese Plattenbau-Geschichten hier. Das ist einfach ätzend. Aber, einfach kaufen, hingehen, hier und da was renovieren. Ja, ich glaube, du willst keine Arbeit. Ja, sicher habe ich darauf keinen Bock auf die Arbeit. Das wird aber dich mit dem Haus dann den Rest deines Lebens begleiten. Ja. Ich bin ja wieder so ein Typ, ich mach's halt dann gerne, ne? So hier was bauen und da was bauen und so und der ganze Fasching halt und so. Aber das, wenn man das nicht will, dann ist das scheiße. Dann ist das, wird das zur Belastung. Was ist das? Ich kotze das ein bisschen an mit der FarmCon, dass du mit deiner Olga dort bist und ich nicht komme. So, ja, die kommt ja wahrscheinlich auch zur Gamescom mit. Also, liebe Leute, ne, nur schon mal zur Info, FarmCon sieht es bei mir wahrscheinlich wirklich düster aus, weil das für mich ungefähr, glaube ich, 800 oder 900 Kilometer wären an einem Tag. Hin und zurück, dort pennen habe ich keinen Bock, wenn ich ehrlich bin, weil ich sowieso schon wenig Zeit habe mit der Fam und alles und ja. Deswegen wird bei mir wahrscheinlich die FarmCon dieses Jahr nicht stattfinden. Obwohl ich es echt schade finde, wegen Klaas auch. Wäre ich halt echt sehr gerne hin und ich bin halt gespannt, was es halt Neues gibt auf der FarmCon. Das ist halt noch so ein Ding, weil es wird ja irgendwas Neues geben. Es wird ja irgendein scheiß DLC geben oder sowas. Na gut, was Neues. Das bring ich dir schon mit. Ja, nee, da mach ich mir keine Sorgen. Müssen wir eh nochmal reden, mir wäre was anderes wichtiger. So. Heißt, er nimmt unser Silo Zuckerrüben an? Warum? Weiß ich nicht. Und daneben nicht. In den Bunker. Sag mal, was ist denn hier los? Ach, ist doch scheiße. Ja, komm, gib mir da rein. Wegen dem Spanngurt oder was? Okay.
So, warte mal, die müssen wir noch ein bisschen drüber rutschen, weil ansonsten ist das hier nicht so prall mit der Lastverteilung. So. So gefällt mir das besser. Gut, dann können wir mal die nächsten rausholen, die nächsten Big Packs. Hey, Kollege. Klappt das bei dir? Was sagst du? Ob es bei dir passt? Hier läuft alles wie geschmiert. Ich mache hier gleich Schweinefutter des Todes. Sieht doch gut an. So, ich krieg halt nur 6 Big Packs weg, so wie es aussieht. Mehr wie 6 werden es nicht werden. So, so, aber gut, meine lieben Freunde, damit sind wir schon am Ende unserer Folge angekommen. Was? Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei. Es wird heiß und in dem Sinne, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.